Camilla mit hier! Es gibt doch nichts Schöneres als am frühen Morgen schon mal wieder so richtig schön durchgeschüttelt zu werden. Wir sind jetzt gerade wieder auf dem Weg zum Calvary National Park und machen heute dann mal so einen etwas längeren Walk. Und ja, da nehmen wir euch natürlich wieder hin mit. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir. Hello. Wir sind jetzt gerade im Calvary National Park angekommen und laufen jetzt einen 6 Kilometer Walk, für den man so circa 3 bis 5 Stunden braucht. 3 bis 5 Stunden braucht. Deswegen haben wir auch nicht so viel Zeit. Ja, hier laufen wir jetzt lang und die Aussicht ist sehr schön. Wir haben gerade kurze Wegfindungsprobleme. Ich laufe immer noch. Wir sind noch nicht so weit, aber Christine ist gut dabei. Ja, voll. Hier geht es ganz steil runter. Und die Aussicht ist einfach richtig schön, Leute. Und die Ruhe, ja. Das ist einfach echt richtig schön. Ja. Guckt mal, wie schön das hier ist. Richtig schöner Ausblick. Aber eigentlich überall. 2 Kilometer haben wir schon geschafft von, ich glaube, 6. Oder 9. Ja, wir laufen die ganze Zeit so einen Weg entlang und freuen uns unseres Lebens. Und stinken. Und stinken, leicht verstorben, wie Christine jetzt sagen würde. Leicht verstorben. Aber das Schöne ist gerade, dass die Sonne gerade nicht so Klopf auf Holz nicht so runterknallt, Krecker. Sondern ein paar Krecker, ein paar Wölkchen davor sind. Ich muss weiterlaufen, sonst schaffe ich das nicht. Ja, wir laufen jetzt weiter. Ich habe einen Stein losgetreten. Ich habe den Stein ins Rollen gebracht. Und diese Schluchten hier, boah, das ist so. Mama, das wäre was für dich, ohne Scheiß. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du hierher kraxelst, vielleicht nicht mit Bella, aber das wäre auch was für dich. Jetzt gerade laufen wir runter zum Fluss mit wieder allerhand Fliegen um uns rum. Und wir hoffen, dass wir vielleicht unten die Hälfte geschafft haben. So, wir sind dann jetzt wieder auf dem Weg zum Auto. Wir mussten leider nach 3 Kilometern umdrehen, weil da stand so ein Schild. Nach ein bisschen mehr als 3 Kilometer schon 8000 Schritte voll. Ja, da stand so ein Schild, dass es jetzt noch 5 Kilometer so weitergeht und von der Anstrengung her noch schwieriger wird. Und man soll mindestens 3 Liter Wasser dabei haben bis 5. Wir hatten aber nur noch 1,8. Und wir hätten es zeitlich wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr geschafft, weil dann wäre dann wieder nicht bei diesem einen Typen hätten schlafen können, weil es ja nur bis 16 Uhr auf hat da. Und deswegen sind wir nach den 3 Kilometern umgedreht. Aber ohne Scheiß. Ich glaube nicht, dass das 3 Kilometer sind nur, sondern, weiß nicht, vielleicht 3 Kilometer Luftlinie. Ja, das können wir schon eher vorstellen. Chris guckt nachher mal auf ihr Armband. Wie wir jetzt gelaufen sind. Genau. Ja, und jetzt gehen wir zurück zum Parkplatz und dann fahren wir von da aus zu dieser Rest Area Camping, was weiß ich, und machen dann da Bubu. Ja, kochen ein bisschen weiter und feiern. Genau. Hallo, mittlerweile ist es schon wieder Abend. Naja, was heißt Abend irgendwie? Wie viel Uhr haben wir? 16 Uhr? 17 Uhr? Abendsonnenuntergang. Ja, so um den Dreh, genau. Und wir sind jetzt gerade im Principality of Hutt River. Dieses eigenständige Land innerhalb von Australien. Ja. Und der Mann ist auch total süß. Also da ist ein älterer Mann. Der ist Prinz 90, Leonard. Prinz Leonard. Und er hatte eine Frau, Prinzessin, weiß ich gerade nicht, aber die ist leider schon seit 2013 verstorben. Und der hat insgesamt 4 Kinder, dieser Prinz Leonard, wovon... 7. Ach, 7. Meine Güte, 7 Kinder, wovon aber, glaube ich, insgesamt 4 hier leben. Ne? Und 3 irgendwie in Perth, glaube ich. Die Mädels leben in Perth.
die drei Schwestern. Und die Jungs sind alle hier auf dem Hof und machen quasi, kümmern sich um die Farm. Genau, kümmern sich um die Farm. Den 90-Jährigen haben wir vorhin auch schon gesehen. Der hat seine Blumen gewässert und hat ein bisschen was erzählt hier und erklärt. Und der andere, der, also ein Sohn von seinen, keine Ahnung wie vielen Söhnen, hat uns einen Stempel in unseren Reisepass reingemacht. Mhm. Auf heute Morgen. Total süß, weil wir bleiben ja jetzt hier eine Nacht. In diesem Land, damit wir legal sind. Genau, in diesem Land. Deswegen haben wir auch einen Arrival und einen Departure-Stempel. Stempel? Stamp? Ich guck mal eben in der Kitchen, ob da vielleicht ein Kocher ist oder Wasser, damit wir nicht das Wasser, das Trinkwasser nehmen müssen zum Kochen. Ja. Und das ist hier jetzt so die Umgebung, wo wir gleich Bubu machen. Eigentlich sind wir mitten im Nichts. Aber ist ja nur für eine Nacht und es gibt Duschen und eine Camp-Kitchen, Barbecue und so weiter. Also es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, dann wünsche ich schon mal eine gute Nacht, einen schönen Abend. Bis dann. Tschüssi.